Willkommen zu einem wunderschönen Training-Update von Life After Nightfalls. Und ich werde euch heute das neue Update kurz vorstellen und natürlich, ihr bekommt ein Fahrrad. Ich habe die Videos ein bisschen geschnitten, weil das Video sehr spontan weil es sehr spontan war, das Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und nicht vergessen zu abonnieren, liken und kommentieren. Danke. Viel Spaß mit dem Video. Und dass man sagen, also ich hätte jetzt nicht, dass also ich habe so keine Videos angeschaut vorher. Also man kann auch zu zweit fahren und gerade für unsere Damen und natürlich auch die Herren richtig nice. Man kann, glaube ich, auch von dort aus drüber schießen. Auch geil. Also man kann auch drauf schießen. Das war das Falsche. Naja. So ist schon besser. So, jetzt können wir auch selber mal fahren. Also ganz normal. Ich nehme meinen Hund mit. Oder sie hat ihren Hund drauf gemacht. Wie kann ich den Hund jetzt verscheuchen, glaube ich? Ah, okay. Die Frage ist, das ist dann sofort die Bremse, okay. Also sieht echt richtig nice. Und mega gut, cooles Tool. Ja, ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich Fahrrad gefahren bin. Und man kann, glaube ich, auch. Okay, dann schiebt sie es, glaube ich, nur. Man kann auch bestimmt coole Parcours damit machen. Öffnen. Man kann gerade einen Gutshof so aufbauen, dass man auch einen Fahrradparcours machen kann. Oh, das wäre echt eine geile Idee. Das werde ich in den nächsten Videos machen. Oder natürlich. Okay, das mit den. Wenn ich schneller fahre. Ah, doch, geht auch. Also ist echt ein geiles Feature. Wie ihr das bekommt, das kann ich euch auch noch zeigen. Weil das Video wird jetzt ein bisschen gecuttet, weil das ist mir gerade spontan so eingefallen. Hier bei Training, oder ich zeige es am Anfang, weiß ich noch nicht. Also hier sieht man es schon. Kostet 2980 Credits. Man kann kaufen Geschenkpaket und erhalte Parkfahrrad kostenlos. Das können wir uns gerne mal anschauen. Ich werde das dann im Laufe des Videos wahrscheinlich noch machen. Paket, also Facelift. Ah, okay, das ist das hier. Paketmann bekommt dieses Outfit mit einem Fahrrad. Und das Fahrrad ist wahrscheinlich pink, wenn man eine Dame ist. Und braun ist das, glaube ich, wenn man männlich ist. Ich schaue es mir kurz nochmal an. Kaufen. Das Fahrrad ist wahrscheinlich dann im Paket mit drin. Außer man kauft es alleine, dann kostet, macht es aber keinen Sinn. Also man kauft es dann schon als Paket. Ist mega cool. Und solange wir hier fahren, kann ich euch das Update erklären. Dann fangen wir gerade so an, aber ich wollte jetzt ein bisschen systematisch rangehen. Aber wir fangen einfach so an. Ja, genau. Ich bin's, euer Afjok 1905. Willkommen nachträglich. Ich hoffe, die geht jetzt nicht ins Wasser, weil das Fahrrad ist nicht wasserbeständig, wie ich schon gehört habe im Generalchat. Und okay, dann verschwindet das Fahrrad. So, jetzt müssen wir, glaube ich, warten, bis das Fahrrad losgeht. Ich werde euch gleich in 10 Sekunden, wenn es gleich wieder vorangeht,
wenn sie ein Fahrrad, wenn sie das Fahrrad besorgt, werde ich euch so lange das Update erklären. Wo haben wir es denn hier? Genau, sonst erkläre ich es, weil glaube ich, das dauert glaube ich oder 30 Sekunden. Ich weiß genau nicht, was die Abklingzeit ist. Und ich werde, glaube ich, jetzt macht es gleich, genau. Oder sie versucht es. So, jetzt fahren. Ich werde euch jetzt das Update, genau das habe ich euch schon gezeigt. Die Outfits, ich kann das Outfit für Männer zeigen, natürlich. Auch ein cooler Move. Den von der Frau, habt ihr schon gesehen, das neue Outfit, da komme ich auch noch dazu. Ist auch mega cool, das bekommt ihr nur im Event. Ich werde gleich wieder zum weiteren Wunschbaum. Wünscht ihr was? Dann muss man zum Baum gehen. Dieser Baum hier. Genau, das schauen wir uns auch gleich an. Ah, genau, da ist das für die Männer. Also doch, violett ist das. Wünscht ihr was? Und dann können wir uns mal schauen, wie das genau wünscht. Ich habe keine Wünsche. Man bekommt Wünschbriefe, wenn man bestimmte Missionen abschließt. Zum Beispiel eine Gebietsoperation, bestimmte Anzahl an Fische und eine bestimmte Anzahl. Und okay, also man muss einige Sachen machen, dass man hier, steht hier auch alles dran, können bis zu 3 Wunschbriefe erhalten werden. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Blume-Event. Die Punkte, wo ihr hier, die Sachen, wo ihr sammelt, könnt ihr eintauschen. Natürlich, was ihr am meisten braucht, sind wahrscheinlich die Mods. Oder man kriegt hier Fragmente. Boah, 150. Ich dachte 8000 Formelfragmente. 150 Formelfragmente, die Chance. Lucky Hand. Ihr habt täglich einen Glückschance. Was ihr rausbekommt, könnt ihr hier sehen. Hier dieses Spray, Saft. Okay, vielleicht ein Übersetzungsfehler. Furchtlos sieht. Ah, das ist das Neue, was es in Schwarz gibt. Boah, das sieht eigentlich echt. In süß Pink sieht es echt cool aus. Cooles Outfit. Und sonst hier die Standard. Achso, natürlich umso höher euer Sammel ist, umso höhere Gegenstände bekommt ihr. Beim Training, was haben wir da so Schönes? Haben wir Duo-Training wieder, genau. Im Markt gibt es, könnt ihr, ah, okay, Mond. Ein Bett, da kann ich euch dann noch später drauf sagen, wie viel Haltbarkeit das gibt. Das ist ein Kabinett. Ich glaube, man kann da seine Möbel. 10 Möbel. 60 Haltbarkeit, wieder der Haltbarkeit 60. Ah, okay, das ist jetzt neu. Seit dem Update, man kann hier auch sehen, an 60 Haltbarkeit für 300 Credits, nicht schlecht. Hier haben wir einen Wolkenstuhl, der bringt nur genau Wiederbelebung. Man gibt es diese verlorene Türe, das gab es ja schon mal. Eine Silberaxt, die genau, die gibt hier die verschiedenen Sachen und dann hier ganz die Standardsachen. Dann gehen wir hier auf die Spielstraße. Hier natürlich, was jeder möchte, die Sternsammlerbox. Wo einfach mega nice aussieht. Regenbogenparadies Bar. Schauen wir mal, ob ich dazu noch ein Video mache. Aber genau. Das, genau, dann haben wir das hier. Hier natürlich, umso mehr du aufmachst, umso die Belohnung bekommst du. Sonderpaket, ihr bekommt einen. Ah, okay, das Event, was schon war. Das Albtraum gibt es diesmal hier als so eine Chance. Bauplan Fragmente. 10 Versuche, man bekommt immer 200. Ah, okay, also man kann die Credits direkt eintauschen. Die Narrenmöbelbox, das ist das mit den. Ah, okay, Käfig.
und Hängestuhl. Genau, das nehmen wir uns gerade mal mit. Die schaden nie. Kombischraube. Und wie es aussieht, kann man das für 50 Credits. Ah, okay, das ändert sich dann immer wieder, wie ich es verstanden habe. Also kann man sich für Credits dann immer weiter. Also gehe ich jetzt nochmal drauf, ich teste einfach mal. Und dann hört es, glaube ich, auf. Ah, okay. Nicht, dass jetzt irgendein Bug wäre. Das haben wir es gleich mal getestet. Und genau, nicht, dass es endlos weitergeht, aber es hat ein System. Hier hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Das ist auch alles gleich. Und ja, das ist, dann sind wir eigentlich schon auch fast schon durch. Ich glaube, hier hat sich auch recht wenig verändert. Und wir haben 100% XP. Effekt des Titels Früher Frühling. Jetzt so 100% können aus Pflichtton und Belohnungsmissionen. Nice. So, genau. Oh, verdammt. Ist mega cool. Aber ich bin ein Fan von meiner Katzen. Aber ich werde mir das Fahrrad auch nicht entgehen lassen. Und ich glaube, das kann man dann auf den Straßen auch nutzen. Und ja, das war's wieder mal mit meinem Trainingsvideo. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Update. Und bis dann, euer Afjok1905. Schauen wir mal, ob sie mir auch das bis dann auch mitmachen. Ja doch. Hat funktioniert. Und ich mache hier nochmal Abschluss, mein Exklusiv. Es ähnelt sehr. Und man kann echt viel, viel machen. Bis dann, euer Afjok1905. Nicht vergessen zu liken, kommentieren und natürlich zu abonnieren.